Ich habe hier in einer Word-Tabelle eine unpraktische Zeilennummerierung. Wenn ich zum Beispiel hier den Caminada John lösche, ich markiere diese Zeile, Ctrl-X, dann ist diese Zeile gelöscht, dann fehlt hier die 15. Oder wenn ich hier eine zusätzliche Zeile einfüge mit Enter, dann fehlt diese Nummer 8. Und das müsste doch hier automatisch aufgefüllt werden. Die Zahlen stehen auch noch unglücklich untereinander. Klar, das könnte ich jetzt hier rechtsbündig darstellen. Dann stünden die Einer untereinander und die Zehner. Das ginge, aber es ist nicht praktisch mit der Nummerierung. Die Lösung ist einfach. Ich habe hier gerade diese Zellen markiert. Ich lösche mit Delete den Inhalt, markiere diese Zellen nochmals und sage hier oben, ich hätte gerne eine Nummerierung. Und sofort wird alles nummeriert, und zwar automatisch. Und wenn ich jetzt eine Zeile lösche, zum Beispiel den Beccarelli, ich markiere diese Zeile, das ist die Nummer 5, mit Ctrl-X, dann wird alles wieder neu durchnummeriert. Also das ist schon praktisch. Und wenn ich jetzt hier dazwischen eine zusätzliche Zeile einfüge, mit Enter, dann stimmt auch die Nummerierung wieder. Also das ist wirklich super praktisch. Etwas ist noch unschön, dass die Ziffern falsch untereinander stehen. Ich markiere wieder diese Spalte und sage hier, da steht er schon rechtsbündig. Funktioniert das nicht? Irgendwie nicht. Doch, es geht. Aber es braucht einen kleinen Umweg. Ich gehe hier oben auf die Nummerierung, klicke auf diesen kleinen Pfeil und wähle hier neues Zahlenformat und kann hier bei Ausrichtung bestimmen, ob das links- oder rechtsbündig stehen soll. Ich wähle nun rechtsbündig, rechts, okay. Und jetzt stehen auch die Zahlen sauber untereinander. Das war's.